Was machen wir jetzt damit, Timsche? Jetzt haben wir irgendwie, ich weiß nicht, wie lange wir insgesamt jetzt spielen. 3 Stunden? 4 Stunden? Naja. Die wir brauchen, um einen Dinger zu machen. Na gut, wir haben uns am Anfang natürlich auch ein bisschen verlernt und so. Ja, ja. Wir wussten ja noch nicht ganz genau, wie es geht. Nicht sehr fokussiert gewesen. Oh, ein Sphalerit. Und hier? Ja, dann würde ich sagen, produzieren wir mal eine Esse, oder? Weil als nächstes. Das wird ja, also so ein Schmelzofen, meine ich. Ja, aber den können wir halt so wie den Amboss auch. Wir brauchen noch den den Chisel, um Blöcke zu bearbeiten. Okay. Und da müssten wir jetzt halt irgendwo einen Platz haben, was weiß ich, wenn wir jetzt hier... Na gut, wir können mal gucken. Wenn wir hier ein bisschen... Ob wir hier irgendwie eine ebene Fläche von diesen Steinen haben, also diese hier, die für einen Amboss oder so geeignet sind. Mal gucken, ob das hier irgendwie geht. Das heißt, eigentlich könnte man das ja... Ha. Na, ja. Ich grab hier einfach mal ein bisschen runter. Okay. So, mal gucken, was da so passiert. Ob wir da irgendwie eine ebene Steinfläche bekommen. Ach, ich habe hier ja noch die Wunderschaufel. Die Scheißer Wunderschaufel. Und, ja, hier ist Stein. Okay, ja, das ist gut. Hier ist gut. Ja? Ja, ja, hier ist... Ach so, jetzt kommen wir halt... Ja. Ach so, ja doch, kommen wir. Okay. Gut, dann jetzt hier noch ein bisschen... Oh, schon wieder kaputt geschaufelt. Bräuchten wir hier noch ein Dach. Aber das verlegen wir irgendwann mal, verlegen wir das in unser Wasserhaus. Ne? Ja, ja. Das sieht ja alles ganz gut aus, was wir hier machen. So, und jetzt könnten wir hier, wenn du jetzt den in der Mitte wegpickelst... Oh, sorry. Super. Den in der Mitte wegpickeln. Mhm. Okay, au. Hast du mich mit Steinen mit nicht beworfen? Nicht absichtlich. Ah, verstehe. Ist irgendwo runtergeplumpst, das. Ja, ja. So, jetzt muss ich hier den einfach... Den mittleren wegpickeln, ja. Pickel, pickel, pickel. So, und jetzt können wir da... Oh, was bringt der? Was bringt der? Was hat er dir... Ein Granit, glaube ich, hat er mir gebracht. Ein Granit? Nee, ach doch. Ich glaube, ein Granit. Ah, ja, ja. Ja, genau, den können wir jetzt mit dem Chisel irgendwie bearbeiten oder so. Okay. Und dann können wir da irgendwie, okay, verstehen. Genau, jetzt können wir da irgendwie Holzkohle reinschmeißen. 3 Stück, glaube ich. Und dann halt wieder zündern. Und dann hätten wir da eine Billig-Forge, glaube ich, ja. Okay. Also den simpelsten. Also du meinst den, ja genau, den simpelsten. Also halt ohne Blasebalg. Aber wir bräuchten vorher wahrscheinlich Ton, oder? Wieder, sonst können wir ja keinen Barren herstellen, ne? Ja. Weil dieses Ding ist ja jetzt kaputt. Die Mold ist irgendwie futsch. Okay. Ja, pa. Na dann würde ich sagen... Ja gut, ich meine, zum Sandschmelzen reicht's ja. Stimmt. Für Glas. Aber da bräuchten wir wahrscheinlich auch einen Blasebalg, oder? Es würde ja Sinn machen, wenn wir da auch unsere Blasebalge dann hin transportieren. Ja, ich glaube, die Forge ist ohnehin schon heiß genug, um Sand zu schmelzen, denn da heizt ihr ja auch mit Holzkohle und die hat dann auch irgendwie mehrere Slots und es gibt heißere Slots und weniger heiße Slots. Aha. Und die ist dann zum Beispiel so heiß, dass du damit, wenn du da Metall schmilzt, dass es, wenn du keine Mold hast, dass es verdampft. Okay. Das ist ja brutal, ne? Das ist brutal, ja. Kann der einfach dein mühsam gefarmtes Metall verdampfen. Das ist nicht schön. Nein, da muss man vorsichtig sein. So. Okay. Aber wahrscheinlich wird trotzdem so ein Blasebalg nicht schaden. Also man müsste es nochmal nachlesen, aber ich könnte es mir vorstellen, weil in Wirklichkeit hast du ja bei so einer Esse auch einen Blasebalg, ne? Ja, ja, du kannst die, ja, ja, also eben, das mit dem einfach ein Steinloch umgeben von Steinen, das ist das Simpelste. Du kannst dann ja voll die Konstruktionen basteln irgendwie mit Blasebalg und Kamin und Luftabzug und tralala und zum Zeug. Okay. Wenn du halt da, wenn du kannst. Wenn du kannst. Kannst du, ja. Wollen wir denn unser Haus noch ein bisschen verschönern, Käse? Häusern? Ja, das könnten wir auch tun, ja. Das finde ich nämlich irgendwie ganz, ganz apart. Das findest du Knorke? Das finde ich super Knorke. Okay. Ach, herrje. Ich sterbe schon wieder fast beim Graveln. Graveln? Tod durch Graveln? Ja, wirklich. Schon wieder fast tot gegravelt. Oh Gott, du Armer. Mischt. So, ermischt. Oder hast du noch Gravel? Nee, du hast jede Menge Kram, aber kein Gravel. Doch, ich habe auch Gravel. Was? Hier hast du Gravel. Oh, ein Sphalerit und ein Chipped Opal. Da, ich habe dir da Gravel hingeworfen, Käse, ja? Danke. Und ich würde mal anfangen, unsere Wand einzureißen und durch Segoya-Dinger zu ersetzen. Okay, dann mach das, ja. Das mache ich. Jetzt brauche ich dafür noch eine Axt. Ach, da hängt ja eine Axt. Da hängen sogar zwei.
Oh, ach, ich kann die direkt anklicken und dann habe ich sie im Inventar. Das ist ja sehr... Das ist sensationell, ja. Das ist sehr cool. Aber ich muss noch irgendwelche Klumpatsch... Alter, was für Klumpatsch haben wir, ey. Da ist noch Sequoia. Da kommt das Leder da mal rein. Und da ist noch ein bisschen Holzkohle. Und Basaltrock. Und was habe ich denn noch für Mist, ey? Alter, so kann auch kein Mensch bauen. Ja, kein Mensch kann so bauen. Und hier kommen wir noch ein paar Samen. Ja, ja. Bäumchen. Weißt du was, die Sluicen, die sind auch gut als Zombie-Falle. Die Sluicen, ja, ja. Ja, denn der hängt da genauso wie du vorhin auch drin und kommt nicht mehr raus. Okay, der Gute. Der kleine Trapp. Können wir Zombies farmen. Absolut. Ach so, Ton, wir brauchen Ton. Wir müssen, irgendwann müssen wir eine Tonexpedition starten, Käse. Ja, das, ja, hilft halt alles nichts, gell? Nee. Irgendwann muss man tonen. Ich würde auch gerne diese dunklen Balken bei Gelegenheit nochmal ersetzen. Ja, gefallen dir auch nicht so. Nee, ich finde, da gibt's schönere. Ja. Oder? Das mit diesen, nee, also ich finde das so ein bisschen aufgeregt, das Muster, würde meine Mutter sagen. Aufgeregt? Ja. Okay. Ja Gott, wir haben echt keine, die haben wir echt irgendwie verdödelt oder was, ey. Das ist ja eine Katastrophe. Was dann? Ah ja, die zwei übrigen Molds halt, die Clay Molds. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Das ist echt ein bisschen kacker. Müssen wir mal die Küste nochmal abschreiten und mal gucken, ob da irgendwo... Eieiei. Clay, ja, durch die Gegend eimert. Okay. Und was willst du jetzt hier? Aus welchem Holz? Achso, aus Sequoia willst du es machen. Das habe ich mich. Sequoia, sag ich auch schon Sequoia. Ja, ja. Wer seinem Holz auch so einen komischen Namen gibt, der braucht sich nicht zu wundern, dass da. Ja, du kannst auch Mammutbaum sagen, wenn es dir lieber ist. Ja. Jetzt hast du ja aber schon Sequoia antrainiert. Jetzt wird's nichts mehr. Sequoia. Nee. Kacke, was mach ich denn? Und wer grunzt hier schon wieder rum? Blöder Sack. Direkt für Haustür. Auf den Linienblättern oder was hier? Sag dir wohl, Freund. Geh fort! Was machst du, Tim? Ach, ich gucke gerade, wie wir hier am besten ein Fenster du einbauen. Du denkst so angestrengt nach. Ich denke sehr, sehr angestrengt nach. Ja, ja, man merkt's, weil du still bist. Ausnahmsweise mal nicht quatsche, ne? Blablub. Jetzt stirb endlich. Ich würde das gerne noch als höher machen. Okay. Alter, da muss jetzt das Haus, das muss so wahnsinnig super werden. Das muss komplett anders, muss das alles anders. Beste Haus der, ach so, was alles denn? Neu. Haben sie gar nicht gebrauchen. Oh no. Das ist echt mal mischte Kack. Mischte Kack. Alles neu. Alles wird neu. Alles schöner, besser. Großartiger. Viel hübscher und... Und noch viel, viel dramatischer. Viel dramatischer? Episch, Käse. Ernsthaft? Episch. Ein episches Haus? Alter, das wird so episch. Was ist denn das? Hm? Was ist denn ein episches Haus? Was ein episches Haus ist, weißt du das einfach nicht? Das werde ich jetzt bald sehen, wahrscheinlich. Ja. Bald wahrscheinlich nicht in 4 Episoden oder so wirst du das sehen. In 4? Das ist aber optimistisch. Ja. Kleine Optimist. So... Immer schön ohne Plan abreißen, dann stehen wir wieder da wie am Anfang, ohne Haus, über Dach, ohne Dach über dem Kopf und dann fängt es wieder an zu regnen. Ja, ja. Da kommt ein Huhn angeschwommen. Echt? Das ist ja nett von ihm. Ja, das flattert da gemütlich Wasser rum. Das nette Hühnchen. Ein Hühnchen. Oh, abgetaucht. Spruce. Warum haben wir alles aus Spruce gebraut? Dem hässlichsten Baum aller Zeiten. Naja, war halt das erste Holz, Timsche. Stimmt. Was soll man da sagen? Und da schwebt irgendwo ein Spruce in der Wand. So, sieht doch schon viel besser aus, oder so? Viel besser. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. So. Okay. Was ist denn, wenn ich dich hier abbaue? Was passiert denn wohl? Plöpp. Oh, ist der Kram auch weg? Oh ja, der Kram ist in der Tat weg, scheiße. Oh. Hätte ich es mir doch lieber vorher nehmen sollen. Ist mal vielleicht nur mit der Hälfte ausprobiert. Naja, ich dachte, es droppt bestimmt. War dann doch nix. Scheiße. Naja, das ist halt noch Beta, ne? Ich nehme an, das ist ein kleiner Beta-Bug. Ja, ja. Zahlen wir Lehrgeld. Ja, auf jeden Fall. 10.000 Euro. 10.000? Ja. Das ist ja brutal. Ja, wenn du erstmal so einen Balken gesetzt hast, dann hält der. Das kann ich dir aber sagen, eine ganze Axt lang. Also du willst jetzt wirklich auch die Holzbalken entfernen? Ja, bevor wir da noch mehr bauen und dann irgendwie da, verstehst du, endlos viel davon entfernen wollen, dann sollten wir uns auf eine Balkenfarbe einigen, die schön zum Mammutbaum passt und uns beiden gut gefällt.
weiße Käse. Ja, das stimmt, ja. Eine Balkenfarbe, oje, oje. Da müssen wir erstmal einen Musterkatalog bestellen. Ja. Und dann müssen wir den Innenarchitekt konsultieren und so. Auf jeden Fall. Und dann fahren wir in den Baumarkt und müssen uns so einen kleinen Hänger mieten irgendwie. Ja, ja. Alter. Genau sowas. Blub. Und wir haben überhaupt keine Wasserwaage. Kein deutscher Handwerker. Oh Gott. Was? Creeper da draußen. Oh. Kein also deutscher nicht, dass Handwerker ich Angst kann ohne Wasserwaage irgendwie ein Haus bauen, oder? Das ist der Blödmann. Oh, nicht, dass der jetzt hier rein kann. Kann der hier rein? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er, dafür ist der zu blöd. Ja, nicht, dass er dann nah genug ist, dass er explodieren kann. Naja, wenn solange er da noch ein paar Balken mitreißt. Soll es dir recht sein. Ja, ja. Wo ist er denn, der scheiß Creeper? Ich weiß nicht, im Wasser war er. Im Wasser. Jetzt sieht man halt nichts, gell? Oh, da hinten. Ja, ja, der ist nämlich genau da, wo er nicht hingehört. Der Blödmann. Naja, lass ihn doch in Ruhe, oder? Ich meine, ja. Macht er nichts. Hallo. Guck mal. Ein kleines Hulsfensterchen. Ich weiß nicht, der fliegt hier im Wasser in die Luft fliegen. Guck mal her, Creeper. So, hier darfst du platzen. Komm. Komm. Komm, hier darfst du. Ah. Genau. Puff. Wunderbar. Hat sehr schön. So, ich wollte nämlich noch die Spruce-Balken einsammeln für alle Fälle, die außen rum schweben. Die können wir nämlich verfeuern. Wollen wir hier nicht unsere Esse trotzdem nebenbei noch laufen lassen irgendwie? Ja, aber mit was? Wir könnten höchstens ein bisschen Holz braten. Weil schmelzen können wir ja nicht, wir haben ja keine Mold. Ach so, shit, ja, das war das Problem. Ja, das ist in der Tat ein kleines Problemchen, ne? Da braucht man aber jede Menge Ton, ey. Das ist echt hart. Kann man später auch andere Sachen als Form benutzen, außer Ton? Ich weiß es nicht, Tim, so weit bin ich noch nicht. So weit bist du noch nicht. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Oh je, jetzt habe ich keinen. Oh je. Ich habe noch Baummaterial. Baummaterial, okay. Ja. Brauchst du Planks? Ja, ich habe keinen. Achso, naja, gut, ich könnte mir natürlich einfach welches holen gehen. Oh, boah, ich habe noch. So also ein bisschen habe ich noch. Das sieht schon alles ganz gut aus, was wir hier machen. Das gefällt mir gut. Okay, das freut. So, die Ecke natürlich nicht, sondern. Oder doch, nein, hier. Da noch einen platziert. Hier. Hier, dann brauchen wir irgendwann noch eine Leiter natürlich, ne? Eine Leiter. So, ein Fensterchen. Okay, wie breit ist das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wollen wir da zwei Fenster machen oder eine große Fensterfront? Wo dann? Ja, hier auf der Wand. Weiß ich nicht, solange wir kein Glas haben, ist ja sowieso. Ja, aber Glas können wir ja jetzt herstellen, wir brauchen nur Sand. Also ich meine, das ist ja sowieso nur mal so das Billighaus, ne? Ja. Ich meine, also das ist ja ein 9 Quadratmeter Loch sozusagen für uns beide. Das stimmt. Andererseits natürlich. Sind wir natürlich auch Steinzeittypen. Wir brauchen noch nicht so. Wir haben halt keine große Villa, ne? Nee. Normalerweise. Okay. Oh, essen wir nicht verkehrt. Ich verhungere. Du verhungerst? Ich bin noch ganz fit. Naja, noch nicht intensiv, aber ich bin dran. Wo ist denn? Ach so, hier. Okay. Ich schon gewundert, wo unser ganzes Steak ist. Dabei hatte ich es im Inventar. Hast du dich schon gewundert? Ich kleines Trottelchen. Ja, ich habe mich gewundert, ja. So, jetzt wird wieder gegravelt, weil es so schön ist. Hast du kein Gravel mehr? Ich habe noch 10 Stück. Das reicht wahrscheinlich wieder nicht, um zu befüllen. So. Okay. I see. Okay, aber wir machen Fortschritte. Auch mit unserem Haus machen wir Fortschritte, Käse. Ja, absolut. So, da ist nichts drin, scheiße. Ist auch nichts drin, scheiße. Oh, das ist langwierig, aber okay, da muss man einfach die Zähne zusammenbauen. Weiß, wer bauen will, muss leiden. Oh, gleich ist meine Hacke hier kaputt. So. Ich halte es für eine schlechte Idee, da Balken einzuziehen, wenn man das Haus ändern will. Aber okay. Ja, das ist einfach ein bisschen langwierig. Ich könnte dir eigentlich natürlich mal assistieren, gell? Ich lasse den ganzen Scheiß alleine machen. Naja, du kümmerst dich dafür um andere Sachen inzwischen. Ja, ja, aber... Wir könnten ja mal... Hast du noch Sand? Ich habe einen Sand. Wir könnten ja mal nebenbei die Glasproduktion anwerfen, oder? Sand ist in der Kiste, haben wir Sand. Alles klar.
Das könntest so. Du mal starten, ja? Genau, mach du doch mal. Ich hol's hier immer ein bisschen. Was werfe ich denn da rein? Spruce werfe ich da rein. Und Sand. Und angeworfen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja. Warming. Okay, wird schon mal warm. Also gucken wir mal. So. Alles klar. Ja, und welchen. Ja, aber jetzt, ich meine, wir reißen jetzt ab und wissen aber noch nicht, was dahin soll. Naja, von außen sieht's halt scheiße aus, aber von innen ist es ja trotzdem erstmal zu, ne? Ist ein bisschen luftig. Nein, weil guck, ich will die Balken eine Stufe höher setzen dann, dass man die nur von außen sieht, quasi. Aha. Und hier das alles zumachen, so wie auf der anderen Seite. Aha. Und dann machen wir auch nur das Dach mit, also die Dings müssen wir nicht eins höher setzen. Die Decke. Aha. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, ja. Aber trotzdem, wir sind immer noch nicht mit was. Nee. Was, noch kein Mensch.